Dinosaurier, die Riesenechsen aus der Urzeit. Nachdem sie ungefähr 160 Millionen Jahre auf der Erde überdauert hatten, starben die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren aus. Was war der Grund für dieses Massenaussterben? Die genaue Ursache ist bis heute nicht geklärt, aber es gibt einige Theorien darüber. Ständig entwickelten sich neue Arten und andere verschwanden wieder, je nachdem, wie sich die Lebensbedingungen auf der Erde entwickelten. Warum die Dinosaurier am Ende des Erdmittelalters relativ schnell komplett verschwunden sind, bleibt bis heute ein Rätsel. Möglich ist, dass die Dinosaurier nicht plötzlich, sondern allmählich ausstarben, weil sich in der Kreidezeit die Lebensbedingungen überhaupt veränderten. Durch Bewegung der Erdkruste verlagerten sich die Kontinente. Dadurch wandelte sich das Klima und die Pflanzenwelt veränderte sich. Den Tieren fiel es schwerer, Nahrung zu finden. Auch die Brutmöglichkeiten verschlechterten sich und so starben erst einzelne Arten aus. Man geht davon aus, dass diese Krisenzeit 5 Millionen Jahre dauerte. Vor 65 Millionen Jahren soll es zudem einen Meteoriteneinschlag gegeben haben. Durch den Aufprall des riesigen Gesteins kam es zu Flutwellen. Staub wurde in die Luft gewirbelt und verdunkelte monatelang den Himmel. Saurer Regen soll die Folge gewesen sein. Die Pflanzen starben, dadurch auch die Pflanzenfresser und in der Folge die fleischfressenden Tiere. Dieser Meteoriteneinschlag und andere Katastrophen wie Vulkanausbrüche und die generell schlechteren Lebensbedingungen für die Dinosaurier können das Aussterben der Tiere bewirkt haben.